scheint sie mir nicht die Wahrheit zu sagen, weil jemand, der die Wahrheit sagt, spricht die Wahrheit. Gana boy say he want marry me. I hope say sabi kuku watch. Hope your love goes sweet past the shit. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Ja, ich bin immer noch krank, deswegen hört sich meine Stimme leider noch so an. Und zwar hat Loredana ja eine Pressekonferenz gegeben, in der sie sich erklären wollte zu diesem Vorfall mit dieser Frau. Anscheinend ist da was dran. Ne? Und für die, die mich gehatet haben für das Video über sie, ich habe extra gesagt, dass ich jetzt meine Meinung teile, falls das wirklich so stimmt, wie die Frau in diesem Video dort und wie Focus geschrieben hat. Falls das alles wirklich so wahr ist, das ist so meine Reaktion dazu. Das ist so meine Meinung dazu. Alles, was ich sage, ist immer meine Meinung. Das sind keine Fakten, Leute. Weil der eine kann das behaupten, der andere kann das behaupten. Und keiner von uns allen, die nicht involviert sind, so wirklich drinnen, kann wissen, was wirklich zu 100% stimmt. Deswegen sage ich das nochmal. Ich mit meinen Meinungsvideos und meinen Reaktionsvideos, ich teile einfach nur das, was ich denke, aber es sind keine Tatsachen. Es sind nie Tatsachen. Es ist nur das, was ich denke und fertig. Weil jeder hat seine persönliche Meinung. Dinge, ob sie nun stimmen oder nicht stimmen, ist was anderes. Aber genau. Dann möchte ich nochmal allen danken, die auch richtig positiv zu diesem Video mit meinem Bruder reagiert haben. Und da wird auf jeden Fall mehr kommen mit ihm, weil ihm hat es auch mega Spaß gemacht, mit mir zu drehen. Und ja, nur das dazu. Fangen wir einfach direkt mit diesem Video an. Da hat mir Mädel die Pressekonferenz gesendet, an dem Tag war ich arbeiten. Dann konnte ich es mir aber noch anschauen, weil ihr wisst ja, wenn man Live-Videos macht, dann bleiben die 24 Stunden bei Instagram drinnen. Und ich habe das halt aufgenommen und werde auf ein paar der Sachen, die sie sagt, nicht direkt eingehen, einfach darauf so ein bisschen reagieren. Lasst uns einfach direkt anfangen. Ich werde das hier irgendwo einspielen. Dieses Videodreh wurde schon längere Zeit geplant. Ich habe keinen Grund gesehen, dieses Video zu verschieben. Wir haben unser Leben weitergelebt, wie ganz normal davor. Ich bin hier. So, ich mache die erste Pause. Was mir direkt auffällt, ist die Art, wie sie redet. Mir kommt es so ein bisschen vor, als hätte sie einen Text geübt, aber nicht richtig gut geübt und musste jetzt diese Pressekonferenz geben. Weil wenn du über etwas sprichst, was passiert ist, klar musst du deine Worte sehr gut wählen. Das verstehe ich auch. Aber also es kann mir keiner erzählen, dass das nicht ein bisschen komisch klingt, wie sie das Ganze hier schildert. Um eine Sache klarzustellen, die für mich sehr wichtig ist und wahrscheinlich mich als Person auch ausmacht. Dieses Geld, was entgegengenommen wurde von irgendwelchen Leuten, wurde nicht mit gezwungen, also sie wurde nicht gezwungen, sie wurde nicht bedroht und sie wurde nicht betrogen. Also, dass sie sagt, von irgendwelchen Leuten, finde ich ein bisschen komisch. Klar, damit will sie gleich sagen, sie hat nichts damit zu tun. Es waren irgendwelche Leute. Und dann diese drei Tatsachen, es wurde nicht betrogen, es war nicht unter Zwang oder Bedrohung oder sowas. Da frage ich mich so ein bisschen so, welcher Mensch zahlt so viel Geld oder gibt einfach so viel Geld einfach so? Es muss eins von den Dingen, müsste es doch gewesen sein. Also, dass sie das so nennt, so, es muss ja ein, also es scheint ja nicht der Grund gewesen zu sein. Also sie will damit sagen, die Person, diese Frau, hat das ganze Geld, diese über 600.000 Euro, hat sie denen einfach so gegeben, dieser Person. Aber keiner weiß, wer diese Person ist oder die Personen sind. Das sind die drei Sätze, Wörter, die für mich am meisten Gewicht in diesem ganzen Film haben. Wie sie sagt, also sie kann sich nicht mal richtig ausdrücken. Klar, ich bin nicht jetzt die am meisten jetzt dazu reden sollte, weil ich verhaspel mich und rede auch immer so, kennt mich. Aber man merkt irgendwie, sie scheint, also meiner Meinung nach, scheint sie mir nicht die Wahrheit zu sagen. Weil jemand, der die Wahrheit sagt, spricht die Wahrheit heraus. Aber jemand, der einen Text geübt hat, jemand, der weiß, es ist nicht wirklich die Wahrheit, was er sagt, der spricht so, habe ich das Gefühl. Klar gibt es Leute, die auch lügen und einen Text gut gelernt haben, aber das ist so, ich weiß nicht, meiner Meinung nach schaltet da, das ist echt nicht ganz koscher. Ich weiß, dass die Sache 2016 angefangen hat, aber da war ich nicht mal involviert.
Ich wusste nicht mal. Sie sagt jetzt, sie weiß, dass das Ganze 2016 angefangen hat und da war sie noch nicht mal involviert. Damit gibt sie eigentlich zu, sie ist involviert in dieser ganzen Sache. Also sie spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Leute, ich sollte Anwältin werden. Spaß. Dass diese Person existiert oder dass da irgendwas abläuft. Ich weiß nur, dass irgendwann mal, als die Zeit verging und ich angefangen habe, darüber zu wissen, dass 2018 eine Möglichkeit war, diese Sache wieder zu regeln. Leider weiß ich nicht, was diese Person, die auch aus meiner Familie sind, seht ihr? Also sie ist auf jeden Fall involviert und eins ihrer Familienmitglieder ist involviert. Das heißt, sie hat so, also für mich scheint es so, als hätte sie sich nur eingemischt, weil dieses Familienmitglied dieses Problem hatte. Dann kam sie halt dazu und hat versucht, das Problem zu lösen. Mit, zusammen mit diesem Familienmitglied irgendwie so. Also so stellt sie es gerade dar, sagen wir es mal so. Nur ich weiß, dass ich gegen Ende dieser Person auf der anderen Seite das Opfer und die Leute von meiner Familie beide helfen wollte. Mir war es wichtig, dass sie das hat, was sie verdient und die das haben, was sie verdient. Zu diesem Stande ist es nicht gekommen. Keine Ahnung warum. Ich wurde auf jeden Fall zur Einvernahme eingeladen. Ich bin dahin, ich habe die Wahrheit gesagt. Das ist schon mal eins. Also sie, wie ihr gerade gehört habt, sagt, sie hat versucht, das mit denen zu lösen und sie hat auch die Wahrheit gesagt und alles. Aber das Problem wurde nicht gelöst. Sie weiß auch nicht, wieso, weshalb, warum. Also es ist so, als wäre sie nur so ein bisschen reingezogen worden und hat versucht zu helfen, aber hat leider irgendwie aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ihrer Meinung nach. Und es ist einfach, ja, eigentlich will sie damit sagen, sie hat nichts damit zu tun. Sie wurde einfach mit reingezogen und fertig. Also das ist das, was ich finde, will sie damit sagen. Aber schauen wir mal weiter. Ich habe die Wahrheit gesagt und für mich ist einfach eine Sache wichtig. Mir ist alles egal, wenn es um meine Familie geht. Also ich weiß, es ist eine Verantwortung, dass ich eine Künstlerin bin und eine Menge Leute mich sehen und vielleicht als Idol sehen. Aber wenn es um meine Familie geht, dann kenne ich gar nichts mehr. Ich kenne weder die Musik, ich kenne weder den Ruhm, ich kenne weder das Geld, ich kenne gar nichts mehr. Ich wurde von meinem Vater so erzählt. Was sie jetzt da sagt mit dem, mit den Sachen, die sie aufzählt, so wenn es um ihre Familie geht. Das heißt aber, also guck mal, es könnte doch dann sein, wenn sie sagt, wenn es um ihre Familie geht, kennt sie dieses Geld, das nicht. Das heißt, wenn dein Bruder, so wie behauptet wird, involviert ist, hast du ihm doch bestimmt geholfen, weil Familie geht über alles. So würde ich das jetzt denken, was sie da gerade sagt. Familie geht über alles, das heißt, wenn mein Bruder zum Beispiel in Schwierigkeiten ist und ich meine, Familie geht über alles, dann würde ich ihm ja auch helfen wollen und alles dafür tun, dass er aus dem, was er da, den Müll, den er gebaut hat, da rauskommt. So würde ich das jetzt gerade sehen. Deswegen, das ist auch schon wieder so ein bisschen, das ist das, was ich jetzt so auffasse aus dieser Aussage, die sie gerade getätigt hat. So, dass nichts auf dieser Welt größer oder mächtiger ist als meine Familie. Wie ihr mit eurer Familie seid oder wie euch, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber das ist das, was mich belehrt worden ist. Also ich habe tatsächlich alles aufs Spiel gesetzt, mein Ruf, meine Musik, mein Leben für meine Familie. Und ich werde das auch nie bereuen. Man hat das Gefühl, sie redet um den heißen Brei herum irgendwie so. Aber sie scheint zuzugeben, sie hat auf jeden Fall, also sie hat schon zugegeben, sie hat was damit zu tun und sie hat ihrer Familie geholfen. Diesem Mitglied in der Familie, der diesen Müll gebaut hat, dem hat sie auf jeden Fall geholfen. Und es geht nichts über die Familie und ich bin ehrlich, ich würde, wenn mein Bruder oder irgendjemand von meiner Familie was Schlechtes tut, also betrügt, das, ich glaube, ich würde mich nicht so einmischen, indem ich dem helfe, das weiter zu verfolgen oder so, versteht ihr?
Das ist keine Hilfe. Du hilfst nicht jemandem, indem du dich schreien machst und mitmachst. Mitmachen ist keine Hilfe. Man müsste es auf jeden Fall anders lösen. Ich sag nicht, man soll seine eigene Familie bei der Polizei melden oder sowas. Das will ich jetzt nicht damit sagen, aber du machst nicht mit. Und bei ihr habe ich das Gefühl, so, sie hat eher so mitgemacht, als dass sie so, was sie da sagt. Und dann hat sie ihre ganze Karriere aufs Spiel gesetzt und pipapo. Ja, hast du dir wohl wahrscheinlich sehr gut überlegt vorher. Und warum ich heute hier bin, ist nur noch genau diese drei Wörter, die ich euch bitte nicht zu vergessen. Und zwar, dieses Geld wurde nicht mit Zwang genommen, nicht mit Drohung genommen und nicht mit Betrug genommen. Ansonsten, auf welche Seite ihr seid oder ob ihr denkt, ich bin richtig oder falsch, das ist mir egal. Mir ist es wichtig, dass ich hier stehe und die Wahrheit für mich selber sage. Ihr könnt für mich sein und ihr könnt. So Leute, ihr habt gerade gehört, ihre drei Sachen. Das Geld wurde nicht unter Betrug, unter Zwang oder Bedrohung angenommen. Aber es wurde angenommen. Über 500.000 Euro, fast 1 Million Euro wurde angenommen. So, also mehr werde ich jetzt nicht abspielen. Danach hat sie irgendwie gesagt, dass jetzt irgendwie hier der Anwalt was sagen wird. Der wird was sagen und pipapo. Und ich glaube, da war dann nichts mehr Wichtiges. Wenn ich da einen Link finde, wo es die komplette Konferenz gibt, dann lasse ich den Link unten da, falls ich den finde. Falls nicht, ist es halt so. Hehehe. Ja, auf jeden Fall, Leute, was meint ihr dazu? Die Art, wie sie redet, dann mit ihrer Sonnenbrille, dass sie die, also ich finde, wenn du über so etwas reden möchtest, dann solltest du vielleicht nicht eine Sonnenbrille aufhaben, weil das kommt ein bisschen, nicht, also es ist sehr unsympathisch, das einmal, aber es ist auch nicht so glaubwürdig. Du wirkst da nicht mehr so glaubwürdig mit deiner Sonnenbrille da. Du bist im Raum, also sie war hier in so einem Hotel, du bist im Raum, wofür brauchst du deine Sonnenbrille, außer dass du lügst und du denkst, Leute erkennen deine Lügen durch deine Augen oder sowas. Ansonsten frage ich mich, wieso man eine Sonnenbrille drin braucht. Sie hat die Sonnenbrille später auch ausgezogen, aber dann, nachdem sie ihre ganzen Aussagen gemacht hat, hat sie dann diese Sonnenbrille ausgezogen, ne? Das ist auch ein bisschen fragwürdig. Dann die Art, wie sie gesprochen hat, fand ich auch ein bisschen fragwürdig. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, es klang für mich so ein bisschen wie auswendig gelernt. Klang nicht so wie jemand, der einfach wirklich da sitzt und sagt, wisst ihr was, Leute, so und so und so und so war. Keiner sagt, man muss sich selbst in Gefahr bringen oder man soll auch nicht, also man hat das Recht, nicht Aussagen zu tätigen, die gegen einen Verwandten laufen oder deinen Ehemann zum Beispiel. Sowas zum Beispiel. Und das verstehe ich auch, aber die Art, wie sie so redet und so, habe ich eher das Gefühl, so sie verbirgt etwas. Kann sein, dass etwas an dem, was sie sagt, was irgendeine Wahrheit dran ist, aber Leute, es ist für mich selber sehr, 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 sehr schwer zu glauben, dass jemand dir einfach über 500.000 gibt, einfach so. Einfach so. Und wenn sie sagt, es wurde nicht unter Zwang, unter Betrug und sonst irgendwas, dann sag uns doch, unter was das Geld genommen wurde. Wie kam es dazu, dass diese Petra mit ihrem Ehemann euch so viel Geld gegeben haben? Dann erklär uns das doch wenigstens, weil du lässt es einfach so im Raum stehen und wir fragen uns, okay, gut, wenn wir das glauben sollen, dass es nicht unter diesen drei Aspekten genommen wurde, unter welchem Aspekt denn dann? Leute, kommentiert gerne unten, was eure Meinung ist dazu. Ich finde das Ganze sehr fragwürdig. Ich habe auch gehört, sie soll auch einer Freundin irgendwie Geldkarte gestohlen haben und irgendwie da auch Geld abgehoben haben von deren Bank. Ob das wahr ist, keine Ahnung, darauf werde ich auf jeden Fall nicht eingehen. Aber kommentiert gerne unten, was ihr von dieser ganzen Sache haltet. Sagt sie die Wahrheit? Meint ihr, sie sagt die Wahrheit? Oder findet ihr auch die ganze Sache so ein bisschen suspekt, ein bisschen merkwürdig? Die Art, wie sie geredet hat, das mit der Sonnenbrille und so. Und überhaupt, weil sie auch uns nicht mal erklärt, weswegen oder was der Grund ist, dass sie das Geld angenommen haben oder sonst irgendwas. Kommentiert das gerne unten, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich freuen. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für neue tolle Videos. Und dann, Leute, sehen wir uns aber in meinem nächsten. Peace!